der Frankfurter Hauptfriedhof. Von 74.000 Gräbern sind nur die Hälfte belegt. Die sogenannte Liegezeit ist nach 20 Jahren abgelaufen. Dann müssen die Hinterbliebenen neu bezahlen. 2 Jahrzehnte im Doppelgrab kosten 1.600 Euro. Danach wird das Grab wieder freigegeben. Aber viele Grabsteine stehen unter Denkmalschutz und die dürfen nicht entfernt werden. Hier helfen freiwillige Grabpaten wie Marian Susic. Er pflegt seine Patengräber, entfernt Laub und Grünspan und als Pate kann er sich irgendwann in einem beerdigen lassen. Ich habe keine Verwandtschaft hier. Wer pflegt meine Grabstätte? Und so habe ich alle so schön hergerichtet, wo ich denke, da findet sich bestimmt ein Liebhaber, die Patenschaft weiterzuführen und pflegen, hoffe ich. Sein eigenes Grab pflegen, ein ausgefallenes Hobby. Vor allem, weil die Denkmalschutzauflagen hoch sind. Die alten Steine brauchen besondere Pflege. Chemische Reiniger und Drahtbürsten sind verboten. Viel Arbeit. Ganz besonders, wenn das Grab lange ungepflegt war. Mir hat einfach diese trauernde Frau so fasziniert und wollte unbedingt als Patengrab haben. Das war Efeu bis oben am Kreuz. Und genauso die zwei hier daneben. Stadtchronist Oskar Mahler hat eine besondere Beziehung zu seinem Patengrab. Hier liegt der Bildhauer Gustav Herold. Von ihm stammt die Atlas-Skulptur auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. Die Arbeit teilt sich Oskar Mahler mit seinem Sohn. Das Geld auch. Die Grabpflege kostet manchmal über 100 Euro im Monat. Das spielt für die beiden aber keine große Rolle. Vor allem ist es die Zeit, hierher zu kommen und zu schauen, das zu gießen. Jetzt war der Sommer eben sehr trocken, da musste man dann ziemlich viel Wasser aufs Grab machen. Und so. Also wir haben das nie nachgerechnet. Zumindest hat mein Sohn nachher keine Kosten an die Backe, wenn ich ins Gras beiße. Weil Grabpaten 20 Jahre kostenlose Liegezeit auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bekommen. Für viele ein Anreiz, eine Patenschaft zu übernehmen. Aber nicht jeder hat das Zeug dazu. Also eine Grabpatenschaft ist immer etwas, das muss überlegt werden. Das entscheidet mich mal nicht sofort jetzt und hier. Das ist bei allen Grabpaten so. Denen sage ich auch, nehmen Sie sich Zeit, überlegen Sie sich, das soll nachhaltig sein. Ich möchte nicht, dass Sie die Grabpatenschaft nach einem halben Jahr wieder abgeben, weil Sie sagen, ich habe mich übernommen von der Arbeit her, vom Finanziellen. Man muss schon dahinter stehen, das ist halt ganz, ganz wichtig. Viele Leute verdrängen Tod, Begräbnisse und. Aber irgendwann kommen wir auch alle an der Reihe. Lieber Gott, nur bestimmt wann. Irgendwann ist das Leben halt vorbei. Hauptsache es ist lebendig und voll und prall, solange man lebt. Und dann irgendwann ist es halt zu Ende. Das geht ja allen so. Und das ist doch in Ordnung.